Ja, Dennis Lüttgefri, herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft. Wie fühlt es sich an? Ja, sehr, sehr schön. Also vor allem nach dem Spiel letzte Woche haben wir da schon leicht kennengelernt, wie es ist, so einen Titel zu feiern. Und ja, jetzt heißt es die nächsten Stunden, diesen verkackten Titel einfach zu zelebrieren. Ja. Wie war die vergangene Trainingswoche? Also man verliert das Pokalfinale, hat aber die Deutsche Meisterschaft vor Augen. Wie fühlt sich das an, dann in so ein Spiel zu gehen? Ja, also die ersten 2-3 Tage hat man schon die Enttäuschung gespürt. Fakt ist aber auch, dass das Spiel heute ein Riesenspiel war und dass dann ab dem ersten Training dann der komplette Fokus da war, weshalb wir auch heute gewonnen haben, weil ich glaube, wenn unter der Woche kein gutes Training gewesen wäre, dann wäre es auch heute nicht möglich gewesen, das Spiel zu gewinnen. Ja. Jetzt die Feierlichkeiten, was steht noch an, was ist geplant? Boah, was alles geplant ist, weiß ich gar nicht. Fakt ist auf jeden Fall, meine Stimme ist jetzt schon halb weg. Von daher denke ich mal, dass im Laufe des Abends meine Stimme komplett weg sein wird. Aber ich glaube, wir lassen uns was Cooles einfallen und es wird cool gefeiert. Ja. Viel Spaß.